Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine DLC mit den neuen Katzen-Geralt hier, mit der neuen Klamotte. Wir holen heute das Gemälde ab, was uns der Maler gezaubert hat. Und willkommen zu Folge 30 heute schon zu Blood and Wine. Moin Moin erstmal an alle Witcher-Zuschauer, die ja täglich einschalten. Jetzt auch schon wieder 30 Folgen von Blood and Wine. Somit jetzt schon eine Folge mehr als beim Hearts of Stone DLC. Da war ich ja bei 29 Parts fertig mit dem DLC. Das war ein bisschen kleiner. Jetzt hier Folge 30 von Blood and Wine. Und ja, wir sind lange nicht fertig, denke ich mal. Also vielen, vielen Dank an alle, die hier täglich einschalten. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Und mal gucken, wie das Bild jetzt geworden ist vom Maler. Ich bin gespannt, ob er was er mit dem Greifen noch gemacht hat. Die Blicke sind ja nicht so sehr begeistert gerade, oder? Lach mal, Mädel. Oh. Weg da. Er hat ihn doch nackt gezeichnet. Hallo. Hallo. Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Entspricht nicht gerade meinen Erwartungen? Ich find's cool, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ich würde es mir auch übers Bett hängen. Ich verstehe nicht viel von viel von Kunst. Nö, ich find's cool. Der greift da unter und so. Denn der Palast im Hintergrund. Es ist protzig und sowas. Es passt doch irgendwie. Irgendwie stylisch. Es ist hübsch. Zeugt von viel Vorstellungskraft. Ja. Ich erinnere mich nicht, mich ausgezogen zu haben. Einige andere Details stimmen auch nicht ganz. Die Fantasie ist das wichtigste Werkzeug des Künstlers. Das habe ich schon mal von einem gewissen Barden gehört. Er verfeinert und erfindet hauptsächlich. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Wie, ich muss das kaufen? 1000! Ich habe doch kein Geld mehr. So viel Geld habe ich nicht. Puh. Das mag ein tolles Bild sein, aber der Preis ist stolz. So viel Geld habe ich nicht. Kein Problem. Komm wieder, wenn du es hast. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es da noch da ist. Oh. Scheiße. 1000, ey. Ich komme wieder, wenn ich das Geld habe, auf jeden Fall. Ich gehe nicht. Die Herzog hat ihn bestellt. Wo kriege ich denn jetzt 1000 her? Ich habe 453. Ich könnte noch Geld umtauschen, ja. Oder irgendwas anderes verkaufen. Ach ja, ich habe hier noch eine 10, 5%, 2%. So, ich habe nämlich ein paar Runen gekauft hier für meine Rüstung. Quenzeichen. Eine fehlt nämlich noch hier noch. Eine 10% Rune. Frage ist hier. Ach, guck mal, Farbe. Die ist ja gar nicht so wenig wert. Da könnte ich was von verkaufen. Braune Farbe und so einen Scheiß brauche ich sowieso nicht. Wozu bloß? Weil ich die nicht so mag. Warte, ich komme gleich wieder. Ich verkaufe schnell Farbe. Oder irgendwas. Irgendwas verkaufe ich. Hier sind Händler. Kommen wir rein? Nee. Absolut gar nichts tun. Sind die Türen auf der anderen Seite? Hör auf zu heulen. Wie kommen wir denn da rein zu den Händlern, Mensch? Ein Hexer. Hier kommst du auch nicht durch. Oder? Doch, hier ist ein Durchgang, oder? Nö. Ich dachte irgendwie der weißen Linie da. Die sind ja rund um die Uhr am Mucke machen. Voll geil. Sind die Geschäfte vielleicht hier unten? Nein, ich sterbe. Nicht. Gott sei Dank bin da noch offen. Auf dem Stein gelandet. Da hat jemand Zahnschmerzen. So, jetzt gehen wir hier rum. Hier sind die Waffenläden. Hallöchen. Ich brauche Geld. Schade, dass ich nicht erstmal Licht anmache. Schade, dass ich die Leute nicht ausrauben kann. Brauchst du neue Hosen? Vielleicht Handschuhe? Nein, Geld. Sag an, schmucker Ritter. Mit der Kapuze sieht er natürlich aus wie ein Ritter, sondern besser. Hm, was hast du denn da? So, ich brauche Geld. Ich könnte mir meine Sachen reparieren. So, so Farben, die ich sowieso nie benutze, ist zum Beispiel braun. Guck mal, das sind da schon mal 700. Das ist so irgendwie rosa. Das brauche ich auch nicht. Gelb. Wer zieht denn was Gelbes an? Also ich nicht. Das sieht ja auch ziemlich hässlich aus.
So. Jetzt habe ich schon mal 2000. Ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr, falls ich nochmal Waffen reparieren muss und so. Wobei, die Farben behalte ich alle nochmal. Die könnte man hier und da nochmal benutzen. So, 1000 will der haben. Habe ich noch ein bisschen was im Petto. Bis dann. Kann mir später dann vielleicht nochmal eine letzte Quen-Rune holen, um die Rüstung fertig zu sockeln. Und ich habe noch vor ein paar Videos gesagt so, ja, Geld ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich muss eh nichts mehr haben, was ich ausgebe oder was ich mir kaufen möchte. Gibt es da nichts mehr? Und jetzt bin ich pleite. Ein Hexer. Das bedeutet... So. Aber ich will das Bild haben, ey. Hexer, sei gegrüßt. Gewiss bist du wegen des Bildes hier. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken. Wenn auch kein Schnäppchen. Ja. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Hm, na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Porträt von Geralt, dankeschön. So, haben wir das auch fertig, die Quest komplett. Jetzt können wir die optionale, informier dich näher über Fleckenwichte, indem du das Bestarium liest. Habe ich auch noch nicht gelesen. Kann ich auch mal machen. Das ist ja das für die Hauptquest. So, können wir uns hier untersuchen. Da nochmal ein Großbild anschauen. Boah, sieht doch schön aus. Da ist doch noch eine Katze drauf, die habe ich noch gar nicht gesehen vorher. Der greift ja und dann hockt da noch ein Kätzchen. Hat ja auch die Katzenausrüstung an. Okay, passt. Danke dafür. Ein Hexer. So, wo haben wir denn jetzt hier? Das sind also, warte, nee, erstmal gehe ich ins Bestiarium. Über Fleckenwichte soll ich da was gucken. Sind das, was sind denn das? Relikte nicht, ne? Oder vielleicht Relikte sind ja schon so fast ausgestorben. Glumare, Kobolde, Waldteufel sind da auch drin? Nö. Verfluchte Wesen, sind die verflucht? Nee, ne? Das sind doch einfach ganz normale kleinwüchsige Gegner da. Was ist das ist das hier? Nee, das sind Riesen. Neckar, aber hier sind auch Neckar drin. Die sind ja auch ziemlich klein. Zyklopen, auch nicht. Nekrophagen, denke ich mal nicht. Doch, da. Fleckenwicht ist ein Nekrophage. Interessant. Nekrophagenöl, Igni und Irden, also anfällig gegen Feuer. So, die beste Verteidigung gegen Fleckenwichte besteht in Ruhe und Stille. Abhandlungsfragmente über Fleckenwichte von Roderick Gilligan. Okay. Da steht auch nur das nochmal drin. Wurden von den Hexern praktisch ausgerottet. Praktisch, aber nicht offiziell. Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei den tiefen Temperaturen fallen sie in eine Art Winterstarre. Manche sagen, Hexer hätten eine todsichere Art gefunden, Fleckenwichte zu überwältigen. Sie soll etwas mit dem klugen Einsatz des Jedenzeichens zu tun haben. Aber vielleicht ist es auch nur ein Hexagarn. Naja, mal gucken, ne? So, haben wir uns da informiert. Jetzt müssen wir dann nur noch irgendwo hinreisen. Schnellreisepunkt, der ist da nicht so weit weg, da oben. Das bedeutet Ärger. Quest aktualisiert. Suche nach dem Lager des Wichts. Oh, ein Besoffener. Machen hier auch schon rum in der Stadt, ey. Furchtbar. Upp, Schild. Okay, wir machen uns auf den Weg zum Fleckenwicht. Für die Hauptgeschichte, für Regis, der wollte noch was haben. Okay. Muss ich wohl auch gleich ein kleines Stück reiten von hier aus. Erstmal hier hinreisen zu den Ruinen und dann hier runter. Also, gleich geht's weiter. Wow, jetzt spawne ich hier beim Schnellreisepunkt und sind gleich Köters. Wow. Ich dreh mich einfach weiter, komm. Alter, das macht aber auch ein Damage, ey. Mit leichten Schlägen hau ich die ja noch viel schneller weg als vorher mit den schweren Schlägen. Was ist denn da los?
das gesehen? Zwei leichte Schläge und so ein Hund war weg. Kaputt. Vorher musste ich da schon schwere Schläge reinhauen. Auch teilweise zwei. Und die kamen aber sehr, sehr viel langsamer. Aber das Schwert Arendite ist aber auch so ein Biestschwert, ey. Das ist so mächtig. Hey! Hey, hey. Komm schon. Und das Gute ist halt, dass es auch mitlevelt mit dem Hexer zusammen. So, dass es immer gut bleibt. Ah ja, das war so ein Köter. Ich bin gerade auf dem Pferd. Ich hab was zu tun. Komisch, dass hier überall diese komischen Flammenhunde rumlaufen, ey. Barkhästen. Kein gutes Ohr. Da, die gehören den Flecken durch die Hunde. So, 5 Aufladungen habe ich. Ja, die sind aber, wenn das Viech tot ist, danach und nach dem Kampf sofort wieder weg. Okay, das ist hier das Gebiet, von dem da oben wohnt er schon. Es kommen noch mehr. Sieht aber auch geil aus, wenn das Schwert diese Ladungen hat, wie das dann anfängt zu leuchten und so. Und ja, wenn das komplett aufgeladen ist, das Schwert mit den 10 Aufladungen, macht das ja auch nur noch Crit-Schaden, ne? Regis Rabe hat nicht gelogen. Es ist alles voller Löcher. Die Hunde sind schon interessante Gegner. Oh, da merke ich aber, dass man auch mehr Schaden bekommt mit leichter Rüstung. Wenn die Hunde einen treffen, ey. Und ich gerade kein Quenchschild aktiv habe, kriege ich schon gut was auf die Schnauze. Das ist halt der Nachteil, ne? Wenn man auf Schaden geht, hält es halt nichts mehr aus. Bevor ich da reingehe, heile ich mich nochmal kurz. Wer weiß, was da auf mich wartet. So. Jetzt komme ich. Suche nach dem Lager des Wichts. Wieder so ein runter... Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Eine Botschaft an dich? Oder vielleicht eher eine Botschaft für den Wicht, sodass dir jemand eingedrungen ist. Wieder so ein heruntergekommenes Anwesen, wie auch schon in Hearts of Stone. Aber ich denke mal, hier spukt es nicht so wie da, oder? Sieht echt gut aus, auch mit dem Nebel und so. Oh, was passiert jetzt? Vor den Löffeln wurde ja schon erzählt von Regis. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Ah, vielleicht ist das ja gar kein richtiger Fleckenwicht. Vielleicht sind die Fleckenwichte wirklich ausgestorben und das ist ein Typ, der verzaubert wurde. Vielleicht das. Und er ist hier in seinem Haus gefangen. Wer weiß. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Ja, wenn es halt ein Wicht ist, ey. Ich dachte, da hinten steht einer in der Küche. Ist aber nicht. Okay, hier ist ein Löffel. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Cool, darf ich den mitnehmen? Ist bestimmt was wert.
Oh, das ist ein Buch. Fleckiges Tagebuch. Ich habe seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Kräuterhändler aufsuchen. Obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Die Schwindelanfälle habe ich nicht nachgelassen. Jetzt sind sie noch schmerzhafter dazu. Noch mehr mit Schmerzen, okay. Eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als ich sie ein Monster gesehen, okay. Okay, der hat sich also wirklich langsam verändert. Einsamkeit, keine Familie, Essen, ich will essen, kein guter Löffel, leere Löffel, nichts zu essen, es tut weh, Spiegel, Lügen, nein. Ja, der wurde verfolgt. Das Mädchen hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Ein Mädchen war's. Okay. Das ist eine Dame. Vielleicht können wir die auch wieder retten. Aber wo kriegen wir dann Wichtelspeichel her? Wenn sie kein echter Wichtel ist. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Ach wirklich, Geralt, ey. Du bist ein Blitzmerker. Man kann sich ja nicht im Spiegel mehr ansehen. Das stand ja auch auf dem Fluch drauf. Ja, hier sind überall nur Löffel. Kann niemals mehr bei jemanden an der Tafel speisen. Ah, ja. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Aha. Er sucht den einen Löffel, mit dem sie doch noch was essen könnte. Klingt eher nach einer tragischen Geschichte. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Löffelschüssel? Wieso kann ich die hier nehmen? Ach, Schlüssel steht da, nicht Schüssel. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Notiz sogar. Notiz am Löffelschlüssel. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 1210, in der Werkstatt Christoffersen und Söhne. Eigentum von Smigole, Circus, Besitzer der Fasanerie. Ja, wenn das mal nicht eine Anspielung ist auf Gollum und Andy Circus. Smirgol ist ja der Name von Gollum, Smigole, Circus dann als Nachname, Andy Circus, der Gollum gespielt hat, der ja auch sehr viel CGI-Figuren spielt, weil er sehr gut ist in Motion Capturing, hat ja auch im Planet der Affen zum Beispiel da auch den Caesar gemacht und so. Aber natürlich am bekanntesten durch die Rolle von Gollum. Smigole Circus, ey. Wie gut. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Was hat die angestellt, dass sie so verflucht wurde? Oh, was ist denn hier? Ah, die konnten nicht mit ihr essen. Und sind tot deswegen? Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Ja. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Sie wollte unbedingt Gesellschaft und hat die hier mit hergeschleppt. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Okay, ich habe aber gerade die andere Quest auf. Frage die Besitzerin der Fasanerie nach dem geheimnisvollen Löffel. Ein verrotteter Brief. Lieber Meister Levasseur, okay, ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte eine ungewöhnliche Aufgabe für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist meine gegenwärtige Lage jede Art von Treffen sehr riskant.
weniger für mich als vielmehr für diejenigen, mit denen ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder, was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit einer Kräuterfrau erhielt. Die Kräuterfrau hat dich echt angenommen, ey. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Okay. Marlene de Trastamara. Das ist aber ein Name von ihr, ey. Da sagt Geralt nichts zu dem Brief. So, die habe ich angeguckt. Keine Klauen und Missspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Erstickt? Durchs Essen vielleicht? Vielleicht gucke ich nochmal, was die andere Quest sagt. Schatzsuche, spontane Profite. Das ist eine Schatzsuche mit dem geheimnisvollen Schlüssel. Okay. 42. Ich gehe jetzt mal wieder auf die 39er Hauptquest hier. Hier unten war ich noch nicht. Ist denn niemand mehr zu Hause? Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Oh, Bein. Also, wow. Achso, das scheint da durchs Holz. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Okay. Ein Schrank hier ist nichts. Wenn da der Kessel ist, wo geht's denn noch hier rein? Wobei der Weg ist ein bisschen weiter irgendwie rein in die Katakomben. Vielleicht ist das. Ist er auch irgendwo da hinten. Ich untersuche erstmal den Kessel gleich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Kann man verstehen, ey. Dass man den Fluch gerne loswerden möchte. Zwergenstein. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Nehmen wir mal mit den Wetzstein. Ah, das kann ich verkaufen, ich brauche Geld. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Okay, der Schrank da vorne, denke ich mal. Das ist doch ein gutes Versteck. Leuchtet er auch? Ja, da ist auch ein rotes Leuchten am Schrank. Warum auch nicht? Okay. Gut, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Letzte Folge war ein bisschen länger. Heute geht das hier auch. Mal gucken, was hier passiert. Ich bin echt gespannt. Und ob wir dem Wichtel vielleicht auch irgendwie helfen können. Also irgendwie würde ich mir auch gerne erstmal seine Geschichte anhören. Oder ihre Geschichte, wenn es wirklich die Frau war. Was da passiert ist. Warum die Kräuterkundlerin sie da hart verzaubert hat. Oder nochmal das Tagebuch gleich in Ruhe nochmal nachlesen hier. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und dann bis zur nächsten Folge von Witcher 3 hier. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.